Hey Leute, heute bin ich Undercover-Polizist in Brookhaven. Ich bin der neue Undercover-Polizist in der Brookhaven-Schule. Denn in der Brookhaven-Schule wird in letzter Zeit oft eingebrochen und da werden oft Dinge gestohlen. Und deshalb bin ich, Babo, in dieser Folge Undercover-Polizist in der Brookhaven-Schule. So, und wir sind jetzt hier an der Schule und da muss ich mich erstmal ganz schnell umziehen, damit das nicht auffällt, dass ich hier Polizist bin. So, jetzt sehe ich aus wie ein ganz normaler Schüler und jetzt gehe ich wieder in den Unterricht rein. So, hier vorne ist auch schon meine Klasse. Hier setze ich mich mal rein. Hallo Lehrer, na? Oh, hallo Babo. Hast du auch schon den Kanal abonniert? Ja, sicher habe ich schon den Kanal abonniert. Wo sind denn die anderen? Die anderen sind noch nicht da. Wir fangen jetzt schon mal an mit dem Unterricht. Also Babo, was ist die Quadratwurzel von 34? Die Quadratwurzel von 34? Wah, Hilfe! Nanu, was war das? Ich komme und rette dich, Mia. Ich komme. Ich bin doch Babo. Was ist los, Mia? Was ist los? Oh nein, Babo, da war jemand. Da war jemand, der hat mich geschubst. Und ich weiß nicht, wer das war. Der hatte eine Kapuze auf. Oh Mann, Babo, was ist los? Oh Mann, Mia, das hört sich ja gar nicht gut an. Aber jetzt bin ich ja bei dir. Komm, wir gehen gemeinsam wieder zurück zum Unterricht. Und dann kann uns nichts passieren. Ich werde auf dich aufpassen. Okay, danke, Babo. Ach, kein Problem, Mia. Dafür sind Freunde ja da. Und du weißt doch, wir sind die besten Freunde, die es gibt. Ja, stimmt, Babo. Oh Mann, das war aber ziemlich aufregend. Also, Babo, nun zu deiner Frage. Was ist die dritte Quadratwurzel aus 34? Die dritte Quadratwurzel aus 34? Hey, Leute! Oh, Felix, wo kommst du denn auf einmal her? Ich dachte, du wärst krank. Nee, ich war nur auf Toilette. Felix, hast du mich da gerade auf dem Flur umgeschubst? Du warst ja gar nicht da. Das ist ja sehr komisch. Vielleicht hat Felix ja Mia umgeschubst. Das wäre natürlich wieder typisch für Felix. Der ist so ein fieser Hund. Okay, Babo. Also die Antwort ist 45,678. Okay. Dann, Kinder, geh mal zum Sportunterricht. Diese Stunde ist beendet. Yay, Sport. Oh, da freue ich mich immer mega super und super, super, super doll drauf. Weil Sport ist einfach mein allergrößtes Lieblingsfach. Hier kann man toben. Oh, ich hab schon einen Ball. Das macht immer mega Spaß. Hier einfach im Sportunterricht hier so ein bisschen Fußball spielen oder einfach Brennball oder sowas. Das ist einfach wirklich toll. Da kann man sich mal richtig auspowern. Oh, spielen wir jetzt Sport? Ja, genau. In dieser Unterrichtsstunde werden wir Fußball spielen. Oh, cool. Kann ich mir ein Team aussuchen? Kann ich mir ein Team aussuchen? Und ich will mir auch ein Team aussuchen. Ich will nämlich nicht mit Babo im Team. Ja, okay, dann könnt ihr beide euch ein Team aussuchen. Yay, yay. Was war das? Jemand hat das Licht ausgemacht. Hier, oh Mann. Hier hat irgendjemand das Licht ausgemacht. Ist das etwa wieder der Dieb von der Brookhaven Schule? Oh Leute, den werden wir schnappen. Den werden wir schnappen. Hier, komm, wo bist du? Komm doch raus hier. Ich habe keine Gnade vor dich. Ich bin der Undercover-Polizist Babo in der Brookhaven Schule. Und das lasse ich mir hier nicht gefallen. Hä, Nanu, das Licht ist ja wieder an. Leute, ist doch was aufgefallen. Der Fußball ist weg, Leute. Der Fußball ist weg. Jemand hat den Fußball geklaut. Oh Mann, wusste ich doch, dass wieder der Brookhaven-Schuldieb am Werk ist. Oh Mann, ey, den werde ich beim nächsten Mal kriegen. Nochmal wird er mir nicht entkommen. Oh Leute, was soll ich sagen? Wenn wir keinen Fußball haben, dann können wir auch keinen Sport machen. Kinder, die Schule ist für heute beendet. Ihr dürft nach Hause gehen. Yay, kein Sport. Och, Manno. Dabei wollte ich Babo doch fertig machen. Okay, dann gehen wir halt nach Hause. So, Leute, Felix geht zuerst raus. Ich glaube, ich werde ihn verfolgen und schauen, was er da macht. Na, wo will er denn hinlaufen? Das sieht mir aber komisch aus. Wo will der denn hin? Okay, er läuft nach draußen. Wahrscheinlich zu seinem Fahrrad, okay? Da muss ich ihn verfolgen. Ich denke, dass Felix der Dieb ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Wo könnte der sein? Wo könnte Felix hin sein? Ey, Papo! Na, verfolgst du mich etwa oder was? Was soll das? Denkst du etwa, ich wäre der Dieb der Brookhaven-Schule? Felix, ja genau das denke ich. Du bist immer so fies und gemein. Da würde mich das nicht wundern, wenn du hier auch in der Schule Sachen klaust. Du, Babo, kümmere dich lieber um deinen eigenen Dreck. Ich bin doch kein Dieb. Was hältst du nur von mir? Lass mich in Ruhe. Ich bin garantiert nicht der Dieb der Brookhaven-Schule. Heute ist wieder ein neuer Tag als Undercover-Polizist in der Brookhaven-Schule. Und ich werde jetzt mal wieder mein Outfit ändern. So, jetzt fällt keinem auf, dass ich heimlich Polizist in der Brookhaven-Schule bin. Oh, Nanu, was ist da denn? Hallo. Aber wenn ich es Ihnen doch sage, ich habe den Fußball nicht geklaut. Felix, das glaube ich dir nicht. Wir haben dein Schließfach aufgemacht und wir haben diesen Fußball darin gefunden. Das ist doch der Fußball, der gestern im Sportunterricht gestohlen wurde. Aber ich schwöre es, ich war das nicht. Da versucht mir irgendjemand was anzuhängen. Bestimmt dieser Babo. Hör endlich auf mit diesen blöden Ausreden, Felix. Davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Du wirst hiermit von der Schule verwiesen. Oh nein, bitte tun Sie mir das nicht an. Meine Eltern werden mich umbringen. Nein, bitte, ich möchte nicht von der Schule fliegen. Na
Na, das hättest du dir wirklich eher überlegen sollen, bevor du den Fußball gestohlen hast. Und jetzt raus mit dir! Nein, ich will aber nicht. Oh Mann, dann war aber das wohl alles Felix. Naja, dann. Das haben sie aber sehr gut herausgefunden, Herr Lehrer. Wie kann das denn sein, dass sie das auf einmal gemerkt haben? Ach, da habe ich einen anonymen Tipp bekommen. Okay, das ist ja interessant. Dann werde ich nochmal mit Felix reden. Na, Felix, also warst du es doch. Nein, Babu, ich habe nichts geklaut. Ich weiß, ich bin zwar ein gemeiner Typ, aber gestohlen habe ich noch nie was. Ja, Felix. Ich gehe jetzt in den Unterricht. Mit einem Dieb brauche ich mich auch nicht abgeben. So, hier jetzt einmal in den Unterricht reingehen und mich hinsetzen. Habt ihr eigentlich schon den Kanal abonniert? Falls nicht, abonniert jetzt alle den Kanal. Also Kinder, wie ihr mitbekommen habt, haben wir jetzt Felix von der Schule verwiesen. Ab jetzt sollte alles wieder seinen normalen Lauf nehmen. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Unterricht an. Nanu, irgendwie fehlt die Kreide. Du, Babu, hol mal eben neue Kreide aus dem Nachbarzimmer. Okay, ich hol neue Kreide. So, einmal hier zur Nachbarklasse gehen und hier die Kreide holen. So, jetzt habe ich die Kreide und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Klassenzimmer. La 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 la. Oh. Was ist das? Hoch die Hände. Ich bin ein Undercover-Polizist, Babu. Ich bin heimlich Polizist an der Brookhaven-Schule. Und wer bist du, dass du hier einfach diesen Schulspind hier aufbrichst? Ich bin's, Mia. Keiner von euch hat daran gedacht, dass ich auch hätte das sein können. Was? Mia, du? Wie kann das sein? Keiner hat vermutet, dass du das gewesen bist. Damit wirst du nicht davon kommen. Du wirst von der Schule verwiesen werden. Genauso wie Felix. Nein, bitte nicht. Es tut mir leid. Ich hab das nur für den Adrenalinkick gemacht. Ich wollte niemals jemanden schaden. Na, das musst du jetzt mit unserem Lehrer klären. Okay, Mia, du bekommst 4 Wochen Nachsitzen für deinen Diebstahl und für deinen Betrug. Okay, ich denke, das ist nur fair. Und Felix, nun zu dir. Ja? Du darfst wieder auf die Brookhaven-Schule gehen. Dein Schulausschluss wurde zurückgenommen. Ah, danke schön. Das war wieder ein erfolgreicher Job für den heimlichen Polizist Babu. Oh nein, Kinder, es hat schon wieder jemand was geklaut. Wer von euch war das? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Ich klau doch nichts mehr. Okay, dann muss ich wohl den Polizist Babu rufen. Babu, bitte komm schnell zur Brookhaven-Schule. Wir haben hier wieder einen Dieb und du musst ihn aufspüren. Okay, Herr Lehrer, das ist gar kein Problem für mich. Wer könnte der Dieb oder die Diebin sein? Wir gehen jetzt gemeinsam in den Klassenraum und werden es herausfinden. Hallo Leute, ich bin Babu. Und wer von euch ist der Dieb hier? Komm, los, spuckt's aus. Herr Lehrer, sind Sie etwa der Dieb oder bist es doch du, Felix? Oder sogar du, Mia. Ihr könnt das Secret nicht für immer für euch behalten. Los, sag mir das Secret. Wer von euch ist der heimlich Böse hier in Brookhaven? Okay, na gut, Babu. Du hast mich erwischt. Ich, der Lehrer, bin der heimliche Böse. Das war mein Secret. Was hast du jetzt mit mir vor? Da du schon erwachsen bist, muss ich dich jetzt für eine Woche mit in das Gefängnis nehmen. Du bist hiermit verhaftet. Auf geht's zur Polizeiwache. Und da werden wir dich einsperren, Lehrer. Du wirst für eine Woche eingesperrt. Du musst hier jetzt eine Woche verbringen. Okay, das ist nur fair. Ich werde nie wieder etwas klauen. Und das solltet ihr auch nicht. Schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an.